So, ich bin wieder da. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe Rikan gesagt, dass diese Basis verraten wurde. Der Chief ist tot. Alle sind tot. Was waren das für Dinger? So wie die, die ich im Hauptlabor bekämpft habe. Nur noch stärker. Ihr habt uns im Dunkeln tappen lassen. Die Superwacheneinrichtung verschwiegen. Uns nie von diesen Waffen erzählt. Wir sind hier geblieben und haben eure Mission unterstützt, obwohl wir längst hätten fliehen sollen. Willst du mich verarschen, du Blauheini? Ich hab doch gesagt, ihr sollt fliehen. Ich habe euch bezüglich der Evakuierung zugestimmt. Euer Vorgesetzter hat uns überstimmt. Er war inkompetent. Man hätte mir schon vor Monaten die Verantwortung übertragen sollen. Nach Rikans Tod habe ich nun das Kommando. Die Operation ist beendet. Agent Diaz, wir verschwinden. Tut mir leid, ihr seid auf euch allein gestellt. Chief Rikan hatte versprochen, diese imperialen Dateien zu entschlüsseln. Klärt das mit ihm? Seine Leiche liegt da hinten. Wartet einen Moment. Niemand sonst außer dem Jedi könnte diese Dinge aufhalten. Ich habe euch einen Befehl gegeben, Agent. Ich habe im Gefecht wohl mein Gehör verloren. Gebt mir das Datenpad. Ich gebe mein Bestes. Entschlüsselung abgeschlossen. Der Feind hat alles aus dem Superwachenlabor in eine Notfalleinrichtung gebracht. Ich kenne diese Koordinaten. Eine imperiale Fabrik auf der Industrieebene. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Lasst diesen Abschaum für das zahlen, was sie uns angetan haben. Ihr habt eure Informationen. Der Rest liegt an euch. Tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Sucht euch ein sicheres Versteck, bis das alles vorbei ist. Sir, wir sollten General Varsatra informieren. Wir brauchen dringend Verstärkung. Ich habe die Rückzugsposition des Feindes markiert. Viel Glück da unten. Verschwinden wir hier, Agent Diaz. Wo liegt der Opa? Kopfgeldjäger.
bestmöglichst gelieferte Perfektion. Es war mir eine Freude, Ihnen zu dienen. Ja, auf die Jagd, mutig hinabsteigen, Krone zu entreißen, suchen, hier. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich Ihnen noch besser dienen könnte. Ich fange sofort mit der Aufgabe an. Ich muss ja, wieder zum Gleiter. Melden Sie Ihre Beschwerden. Was ist denn Rucksack? Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Lastruft. Okay. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Dahin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Oh, wieder am Arsch der Map, ey. Ja, ich muss hier hoch. Oh nee, ich will nicht kämpfen. Da rein musst du, tot. Die sind ja schon alle tot.
personalisiertes Soloporträt. Das wird wieder was für Kira sein. Was hat das mit dem schon mal zu tun gehabt? Ja. Die anderen Superwachen sind gehirnlose Maschinen. War auch auf Nascher da so ganz am Anfang. Dann ist er verschwunden und so. Jetzt ist er das. Er weiß, dass ihr hier seid. Nichts ist ärgerlicher als ein Jedi, der nicht sterben will. Guckst eure du ständigen Störungen müssen ein Ende finden. Ich hab dem euer einstiger Verbündeter wird zu eurem Henker. Die Stärke des neuen Agent Galen wird nur noch durch seinen Gehorsam übertroffen. Er hätte mich angreifen können und hat es nicht getan. Sein Wille ist stärker als der eure. Ich habe ihn nur noch nicht ausreichend motiviert. Galen, vernichte meinen Feind. Nein, eher sterbe ich. Kontrollfaktor 6 initiiert. Neuralkontrolle hergestellt. Starte Eliminierungsprotokoll. Ziel: Jedi. Ich habe euch gewarnt. Er gewinnt immer. Ach nö. Verratet mir, wie ich euch von der Kontrolle durch den Sith befreien kann. Die Maschinen lassen sich nicht mehr entfernen, ohne mich dabei zu töten. Der Sith, Lord Sadich, hat die Kontrolle über die Mark 3 Superwachen der Republik übernommen. Kybernetisch verbesserte Soldaten mit fortschrittlichen Waffen. Sadich will noch hunderte davon bauen. Alle unter seiner Kontrolle. Eine Armee zur Eroberung von Nar Shaddaa. Der Sith könnte tausende oder gar Millionen dieser Superwachen bauen. Sadich baut seine Armee in der Schattenstadt, einem Sektor unter imperialer Kontrolle. Dort findet ihr die widerlichsten Typen auf ganz Nar Shaddaa. Und das will was heißen. Ich gebe euch die Koordinaten. Die Neuralkontrolle wurde reaktiviert. Ihr könnt nichts für mich tun. Tötet mich! Ich werde sicher kein zweites Mal gegen euch kämpfen. Lebt wohl, Galen. Ja. Geknickt kaputt. Hast du den echt erlöst? Ja. Das hab ich nicht gemacht. Ich hab ihn eh mal leben lassen. Nö. Gibt kein zweites Mal bei mir. Ja, warum? Der war ein Verbündeter von uns. Ja. Betonung liegt auf wahr. Ja komm, dagegen konnte er ja nichts machen. Doch, er hätte sich widersetzen können. Und wieder einmal über die ganze Map gleiten. Das macht ja so viel Spaß. Scheiße, reichen das jetzt?
Machen wir so hier. Da, schieß mich ab, ja, komm. Schon habe ich meine Ruhe. Stopp, ich bin falsch. Sag ich ja. Ich habe einen Weg gefunden, Ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Aufspüren. Ja, hinabsteigen. Reisen, suchen. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Zu dem. Ja, genau, zu dem muss ich. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Bei Kornreich machen Flashspawn. Hast du alle Quests schon erledigt? Jupp. Okay, Darko. Also musst du ja heimlich gespielt haben. Nö, ich mach das einfach anders als du. Ich mach die Hauptquest nicht so wie du jetzt immer rumreißt, Darko, sondern ich mach die Hauptquest, wenn ich da pass, bin. Nee, pass mal auf. Beim letzten Mal, wo wir zusammen gezockt haben, hatte ich ja die drei Lilanen und eine gelbe, wo du noch 3-4 gelbe zusätzlich hattest. Und wir waren vom Level her gleich auf und ich komme heute online und bist 2 Level über mir. Du bist jetzt questtechnisch komplett fertig. Du hast 100% heimlich gespielt, das kannst du mir nicht erzählen. Sonst wären wir vom Level immer her noch gleich auf. Wie gesagt, das mit dem Level kann ich dir echt nicht erklären. Ich habe nicht gespielt, außer online die Belohnung abzuholen. Und ein Datacron eingesammelt, das war's. Na, du hast ja doch heimlich gespielt, wenn du scheiß Datacron eingesammelt hast. Da musst du ja auch kämpfen. Na, da kommt Jumpman doch. Du bist mittlerweile 3 Level vor mir. Nee. Nee, das kann nicht sein. Also. Nee. Das glaube ich nicht, dass du nie gespielt hast. Tut mir leid. Ich überleg gerade, wie ich es dir halt beweisen kann, aber ich kann es halt nicht. Nee, wir waren vom Level her gleich auf, wo wir beim letzten Stream aufgehört haben. Von daher, und man kann hier nur leveln, wenn man kämpft und spielt. Ja, aber nein. Ja, du hast recht. Man kann nur leveln, wenn man spielt, aber wir waren nie und immer vom Level gleich auf. Ich habe immer diesen Zweierabstand im Kopf gehabt mit den Levels. Das war zum Anfang. Ja, den habe ich dauerhaft halt irgendwie behalten. Seit Tages nicht mehr. Hattest du dich. Okay, warte. Mache ich das hier? Ja, scheiß drauf, ich mache das jetzt hier im Stream. YouTube-Ordner. Der vorletzte Stream war am 5.9. vor 10 Tagen. Öffnen mit VLC-Player. Nein. Stopp, Ton aus, bitte. Okay. Ich will jetzt halt eine Szene finden, wo du auf das Level zeigst.
Ich guck regelmäßig in die Freundesliste rein. Zum Glück streame ich nicht, das mache ich nämlich nie. Das war jetzt was? Das war Teil 3, okay. Und dann Teil 4 einmal. Der Ton bleibt weiter aus. Gestorben, schön. Alter, geht mir das gerade ein bisschen. Ach, das war wohl willkommen geschrieben hat. Ich hab das bestimmt schon ein paar Mal übersprungen.
ist immer wieder lustig, wie immer oben angezeigt wird, dass keiner online ist. Weil wir die ganze Zeit im VC schnacken. Was meinst du, wie keiner oben online ist? Ich bin hier gerade in dem Stream-Abschnitt, wo ich den Flashpoint mache. Von Dingsbums Planet 5. Achso, und dann wird oben immer bei Freunden online 0 angezeigt. Mhm. Scheiße. Kurz eine andere Frage. Man hat ja in Flashpoint immer diesen Tank. Und was ist, wenn der stirbt? Da stand irgendwas, wie man den wiederberufen kann, aber ich habe keine Ahnung. Oh, im Menü gibt es einen Teil. Es gibt ziemlich viele Menüs. Nee, da nicht. Da auch nicht. Das Lichtschwert verbessert. Durchlauf. Hier ändert sich die 0 auf 1. Da war es doch gerade. Ich war 41, du 42. Am 3.9. Ja? Am 5.9. Heute ist der erste Star Wars Stream. Mittlerweile jetzt, wie viel Level vor mir schon? Müssten sogar schon 4 sein oder 3er? 3er. Ich seit 15 Minuten 45 bin. Es sind 3 Level demnach. Problem ist, das kannst du da nicht werten, weil steht das, da irgendwas wie... Das kann ich werten. Ich war 42, du 43. Ja, aber ob ich gerade mit 43 angefangen habe oder kurz vor 44 war, dann haben wir ja wieder den Zweierabstand. Was ist, wenn du kurz mit 41 angefangen hast und ich bei 43 angefangen habe? Es bleibt gerückt wie gesprungen, Darko. Wie bist du an die anderen, das andere 1 oder 2 Level gekommen? Wo du angeblich nicht gespielt hast. Du hast gespielt. Ich habe das Spiel gestartet, ja. Belohnungen und das Datacon. Sorry, glaube ich dir nicht. Das war ja schon mal so, dass du knapp 3 Stunden online warst. Wo du erzählt hast, du hast nur Belohnung abgeholt und dafür braucht man keine 3 Stunden, weil man kann die Zeit, die man online ist, als Freund einsehen bei Steam. Thank you.
das Flashback neu machen. Ich hab keine Ahnung, wo man diesen Idioten spawnt. Und ohne den krepiere ich die ganze Zeit. Leck mich doch. Ihr seid wirklich stark, dass ihr bis hierher gekommen seid. Aber nicht stark genug. Ich bin jetzt mehr als nur ein Sith. Und viel Spago. Mehr. Bemerkenswerte Technologie. Da ist halt wirklich so vielseitig. Spago 11. Ich habe gerade 17 also verschiedene Wege errechnet, um euer Leben zu beenden. All diese Hardware wird euch nicht vor mir schützen. Ich habe alles genau kalkuliert. Ihr überschätzt eure Chancen. Zu schade, dass ihr nie verstehen werdet, wie sich wahre Stärke anfühlt. Vielleicht füge ich euch später doch meiner Armee hinzu. Darth Angral würde es sicher gefallen. Vielleicht lasse ich sogar euren Verstand unversehrt, so wie bei Agent Galen. Ich schicke euch auf den Schrottplatz, wahnsinniges Monster. Tut nicht so überrascht. Leuten zu folgen ist unser Job. Agent Diaz hat im Hauptquartier einen Peilsender an eurem Rücken angebracht. Reine Routinemaßnahme. Keine böse Absicht. Ich wollte früher hier eintreffen, aber es ist ganz schön kompliziert, ohne ein Lichtschwert in imperiales Gebiet vorzudringen. Ich bin froh, dass ich diese Basis nicht alleine halten muss. Wir werden nicht lange bleiben. Das sind die Schwarzen Sterne, eine Spezialeinheit. General Vasatra hat einen Gefallen von General Garza eingefordert und sie hierher beordert. Wir vernichten diese Einrichtung und stellen sicher, dass hiervon nichts mehr verwertet werden kann. Ich habe die Superwachendateien gefunden und auch die Aufzeichnungen darüber, wie sie kontrolliert wurden. Eure Befehle? Kopiert die Daten und schickt sie euren Vorgesetzten. Vielleicht lässt sich davon noch was verwerten. Genau meine Meinung. Bringen wir die Daten hier raus. Ihr solltet General Vasatra Bericht erstatten. Wir folgen euch in Kürze. Wir müssen nur noch die Brandsätze platzieren. Die Zusammenarbeit mit euch war höchst interessant. Viel Glück. Das da. Der ist auch gleich fertig. Ja, Geheimnis zu erfahren, ja. Das. Was ist das? Lichtkristall, okay. Das, der kann wieder suchen gehen. Lass deinen Gefährten die Lösung des Rätsels genau. Ich werde ihre Erwartungen übertreffen. Und du musst das da. Was? Benutze. Was soll ich benutzen? Benutze das Holoterminal deines Schiffs aus. Oh.
Ich hoffe, ich habe jetzt den Schreibfehler drin. Nicht leise sind, wenn man aufgehört hat. Allein wenn man aufgehört hat, nein, wenn man es gefunden hat. Das wäre doch eine Idee. Wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Panemanu. 44. Strahlenschild. Das kaufe. Genau dieser Generator. Den habe ich schon. Das habe ich noch nicht. Das haben wir schon. Die Haut haben wir schon. Raketentechnisch haben wir schon Grad 5. Energieschild haben wir auch bis jetzt das Maximum. Das
Das kriegt man erst mit Stufe 50, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Jo, haben wir das letzte Bauteil. Flappy, kann ich hier kommen? Ich auch schon. Oh Gott. Ungakapakam. Na dann, verkaufen, 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 verkaufen. Ja, wie kann ich hier? Vier Sachen mache ich erstmal auf. Was ist das? Rätselhafter Machtgenerator von Cola Design. Erfordert Stufe 55. Wird bei Ausrüstung gebunden. Allgemein Nebenhand. 172 Beherrschung. 64 Angriff. Alter, das ist ja das Doppelte von dem, was ich jetzt habe. Das Dreifache. Ausdauer. Boah, ist genauso das Dreifache. Boah, der wird aufgehoben. Was ist hier drin? Bauplan Waderstoff Panzerhandschuh. Erfordert Zündfähigkeit 470. Erfordert Stufe 56. Alles klar. Was haben die mir hier angeschleppt? Was sind das hier für eine? Ihr hinterlasst beachtliche Spuren auf Na Shaddaa, Jedi. Aber ich fürchte, eure Dienste werden immer noch gebraucht. Ich bin Dira Ulyett, Sonderkontakt des Senats für das Huttenkartell. Ich arbeite mit den Hutten, die ein freundschaftliches Verhältnis zu ein alter Freund von euch. Skippen. Tschüss. Laufe ich jetzt richtig? Hier die Botschafter, Schmuggler, ich muss in die andere Richtung. Und ich muss dahin. Hallo, welcher Aufzug ist das? Hier die Ritter. Anscheinend mögt ihr großer mich doch. Großer Einfluss. Das nenne ich mal ein Geschenk. So. Erfreut sein, dass ich alle Sitzkissen auf diesem Schiff aufgepolstert habe. Ich hoffe, Sie finden sie bequem. Und das interessiert mich jetzt was? Der kann manchmal eine Krütze labern. So, Tizi, was hältst du von mir? Das Böse hat keine Chance, solange wir zwei da sind. Wer ist Shafu? Ich hoffe, er ist für sehr, sehr lange Zeit ins Gefängnis gegangen. Meister Sallo ihm gedroht oder seinen Geist mit der Macht beeinflusst? Wahrscheinlich hat er nach Meister Sallos Tod beschlossen, sich zu verstecken, zu verschwinden, bevor seine Tarnung auffliegt. Ja. Mach das, T7.
Ich grüße euch. Im Holonetz finde ich überall Geschichten über euren Sieg auf Coruscant. All das, was ihr auf Typhon erreicht habt, war nur ein Vorspiel. Ihr werdet für die Jedi zur besten Waffe aller Zeiten. Hoffentlich habt ihr Darth Angrals Sohn mit dem Lichtschwert hingerichtet, das ihr auf Typhon unter meiner Anleitung geschmiedet habt. Ich verbleibe euer treuester Kamerad. Möge die Macht mit euch sein. Natürlich habe ich dir mit deinem Lichtschwert hingerichtet. Warum auch nicht? Soll ja so sein. Ich hoffe es doch. Ja, das dunkle Jedi. Wir sind mit knapper Not an einer Katastrophe vorbeigeschlittert, General. Aber es hat uns viele gute Leute gekostet. Schlimm genug, dass wir Chief Rikan und so viele Agenten verloren haben. Aber Galen, mit dem habe ich jahrelang zusammengearbeitet. Ich habe gerade von Spezialagent Thunder gehört, dass sein Team am Sith-Stützpunkt alle Spuren des Vorfalls beseitigt hat. Aber ich sagte doch, ihr solltet das Superwachenprojekt komplett vernichten. Warum habt ihr ihn die Dateien speichern lassen? Vielleicht will ich einfach verhindern, dass ihr das alles unter den Teppich kehrt. Manchmal schafft die Ehrlichkeit mehr Probleme, als sie lösen kann. Die Stellung der Republik auf Nar Shaddai ist ziemlich wackelig. Es ist wohl für alle am besten, wenn diese Operation geheim bleibt. Ich versiegele alle Unterlagen darüber, was hier passiert ist. Außer euch, mir und dem SID kennt niemand die ganze Geschichte. Ja, das Problem ist, das Imperium hat gewonnen. Weil ihr so scheiße seid. Jedi täuschen andere nicht. Wenn mich jemand anders hiernach fragt, werde ich nicht für euch lügen. Ihr sollt ja auch nicht lügen. Aber bitte übt ein wenig Diskretion. Ich weiß, dass ihr sicher erschöpft seid. Aber der Feind hat noch nicht aufgegeben. Und auch wir müssen durchhalten. Es hat sich gerade ein großer taktischer Vorteil ergeben. Aber ihr müsst rasch handeln. Admiral Hucklin, einer von Darth Angrals engsten Vertrauten, hat uns um Asyl gebeten. Er möchte zu uns überlaufen. Hucklin war bei Angral, als ich auf Ort Mantell verhört wurde. Sie schienen befreundet zu sein. Was hat sich seither geändert? Ich weiß nicht genau, aber der Admiral ist auf der Flucht. Es gibt unbestätigte Berichte, dass das Imperium ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat. Kira, du siehst in der Rüstung so scheiße aus, ey. Einer von Darth Angrals besten Leuten wird zum Verräter. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Genau, das sieht mir nach einer Falle aus. Hucklin wäre nicht der erste hochrangige Imperiale, der überwechselt. Bis wir eines Besseren belehrt werden, sollten wir annehmen, dass er es ernst meint. Kira scheint den Admiral auf Ord Mantell schwer beeindruckt zu haben. Er sagte, er würde sich nur ihr ergeben. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Es bleibt keine Zeit zum Verhandeln. Admiral Hucklin erwartet euch beide und sonst niemanden. Ich habe ihm gesagt, er soll in einer alten Asteroiden-Minenstation auf euch warten. Ich lade gerade die Koordinaten hoch. Könnt ihr mir Näheres über diesen Ort erzählen? Die Minenstation ist verlassen und liegt abseits der üblichen Hyperraumrouten. Das ist der sicherste Ort, den wir für den Admiral finden konnten. Nehmt euch da draußen in Acht. Oh, schon wieder zwei Lichtschwerter. Schön. Alter, sind die schlecht. Warte mal, Asteroiden-Mien-Dingsbums. Das kommt mir doch bekannt vor. Das war doch auch bei Knights of the Old Republic irgendwie mit drin. Apropos, dieses Spiel soll ja sowieso neu aufgelegt werden. Falls du es noch nicht gehört hattest. Aber nur der erste Teil. Ich weiß das schon, das ist aber dann nur für die PS5. Nicht nur für den PC, also zumindest wird es erstmal nur für PS5 gemacht. Weil das nicht die Macher hier von Star Wars sind, halt Disney und Lukas und weißt der Geil, war doch alles dieser rodianische Sklavenhändler, ja, von dem du mir erzählt hast. Was machen. Er hat sich geändert und für Meister Sallo gearbeitet. Na gut, ich hab dir Info, dass es erstmal für PS5 ist.
Dass sie aber auch garantiert haben, es wird irgendwann später kommen. Nur wer halt jetzt schon so Heißhunger drauf ist, der. Ich habe ja auch schon den Trailer gesehen und ich habe sogar schon Videos gesehen, wie sie dort die Charakter erstellt haben. Ich bin da up to date. Okay. Was hast du herausgefunden? Spann mich nicht auf die Folter. Hat Shafu etwas herausgefunden, um Meister Salos Verdacht zu bestätigen? Der Bericht könnte äußerst wichtig für die Kriegsbemühungen der Republik sein. Gib mir Bescheid, sobald du ihn zusammengesetzt hast. Schon. Raumschiff-Mission machen wir jetzt nett. Wir fliegen erst einmal zum Flottenkommando. Genau. Bevor du gleich das Raumschiff verlässt, hat auf dem Raumschiff noch so eine zweite Nebenhauptquest. Die halt, warte mal, wie heißt die? Irgendwas mit Kristallkugel. Hast du die schon, oder? Hä? Ich hab bei mir gar nichts. Die ist nicht an so einem Homo-Terminal gewesen, sondern da gab's auf der Map meines Raumschiffs noch so einen zweiten lila Ding. Nö, hab ich nicht. Weil ich hatte das beim ersten Mal irgendwie nicht gesehen oder es war noch nicht da und dann als ich wiederkam, war es da. Das ist ganz komisch. Ich habe hier nichts. Außer, dass ich da zu dem Asteroiden-Ding reisen kann. Ja, das habe ich auch noch. Oder dahin. Taktischer Gegenstand des von Z-Bonus für jeden Ritter. Zeige schon mal her. Ruhmhändler, nein. Kriegsbeute, Haustierhändler. Kriegsbeute, Transportmittelhändler, nein. Stufe 56, nein. Geht das ab Stufe 48 weiter, okay. Willkommen. Unser Lager ist voll und wir verfügen selbstverständlich über eine Verkaufslizenz. Ich glaube, das habe ich aber alles schon. Was habe ich denn da drauf? Heft 102.
Heft 102? Das gibt's ja gar nicht. STRG und Linksklick. Zeig mal her. Hä? Warte mal, das Licht gar nicht, das hier. Woran erkenne ich? Ich habe einen Weg gefunden, ihre Einweisung. Hat deine Klappe, scheißt du wieder. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Boah, da kennst du. Welches Heft? Ich hab... Heft 102. Ach so, hier haben wir es. Wert 102, okay. Ist auf neuesten Stand, das Lichtschwert. Verkaufen. Kommt heil wieder. Da haben wir das erledigt. Season Belohnung, nein. Tabelle 5 war ich schon. Auftakt Revans Schatten. Kann ich nicht anklicken, okay. Da gibt's gar nichts. Hier. Keine Ahnung, was die macht. Die leuchtet einfach nur. Nee, hier auch nichts. Ein Gleiter habe ich, brauche ich nicht. Geschenke, Sozialobjekte, Händler. Was machst du? Was gibst du? Willkommen auf unserem Markt, potenzieller Kunde. Glitzerpulver, republikanische Zielverfolgung. Vielen Dank für Ihren Besuch. Und das Ding ist geschlossen, obwohl da einer drinne steht. Okay. Flashpoint Zerke Unternehmenslabor. Okay. Ich grüße Sie. Direktiv 7 hast du. Oh, die kann ich nicht mal annehmen. Cool. Du hast einen Flashpoint, den ich nicht machen kann. Der wurde mir lila auf der... Wo war der denn angezeigt? Ja, da hat mich so ein Hologramm auf der Flotten-Dingsbums angesprochen. Ja, hab ich nicht. Dingsbums, Gott, der galaktische Anima. Wurde mir auch von Weitem nicht angezeigt, weil er sollte... Ja, da war ich gerade. Und ich hab den Druiden gefunden. Nö. Ich kann ihn zwar anklicken, aber keine Mission annehmen. Also... Mir lade. Sicherheitstokenhändler, zu dem wollte ich. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Exchange Bandit kostet 1,5 Millionen. Das ist einfach nur ein fucking Gleiter. Färbemodul weiß tiefrot kostet mich 5000. Mausdruide 25, Merim Graufuchs, das ist ein Gleiter, okay. Rhythmus Aufwertungsdruide. Was? Titel unüberwindlich, 250.000. Gönne ich mir. Hab genug Geld. Hat mich sehr gefreut. Neuer Codex-Eintrag, unüberwindlich. Bla 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 bla. Reiter des Mahlsturms, Hüter der Wahrheit, der kompromisslose Ritter der Republik, der Pilot, der Erhabene, der Unüberwindliche, der Anständige, der Aufrichtige. Ne, ich nehme das, was ich ausgewählt habe. Und gut. So, was haben wir denn hier noch zur Auswahl? Hakun, schwarzer Winkelhalbierender. Was? Alles klar. Meister Tatanza.
Velu Aran. Genie, Ritter der Republik. Oki, der Glückspilz. Talfor, Ritter der Republik. Leutnant, was? Lurchli. Flughörnchen. Alva. Ex, was? Erstmal da hinten. Plappermaul, Leabi, okay. N. Kushas, Verteidiger der Allianz. Der haut ab, das ist ein Feigling, den lese ich nicht vor. Knot. Alles klar. Kotknackern Renacker. Was ist denn hier? Hier hast du Zugriff auf die Frachtrampe deiner Gilde. Ich habe keine Gilde. Will ich auch nicht. Ist mir zu kompliziert. Handlungsbogen Ilum. Kann ich auch nicht. Der ist grau. Dann würde ich sagen, was muss ich machen? Reise zur verlassenen Minenstation. Lass unbedingt wollen. Also, ich hoffe nur, ich renne hier gerade richtig. Kartellbazar, nee. Falsch. Das ist falsch. Hier die Botschafter, nein. Aritrim. Jedi Jaina. Meister Aevu. Captain Kulusian Shihiras. Alter. Sentier Maldoran. Das sind Namen, ey. Hermoes Yehudi. Padawan Kuora. Alter. Yesan, Ritter der Republik. Was? Major Rodolphus. Alter! Oh, toll. Meisterin Ashokatan. Wow. Es ist der Star Wars Lieblingsschlechthin. Also, wenn wir mal zwei üben. Aber diese Namen, ey. Oh, warte mal, hier. Revan Herold. Du musst die digitale Erweiterungsstelle auf Revan. Ach nee. Was soll ich das mache? Für jemanden, der kein Deutsch kann, sind unsere Namen und Vermächtnisse wahrscheinlich auch absolut. Nur mein Vermächtnis hier ist einfach nur Valhalla. Na gut, das könnte jeder. Oder? Ja, nicht jeder, aber. Das ist sprachlos. So, ich mache aber eine kurze 5-Minuten-Pause und bin. Warte hier, bin gleich wieder da. Rockstar, Dancer, Killer, Drop.